Herzlich willkommen zum Vectorworks 2020 Kickoff Meeting. Wir haben wirklich zum ersten Mal richtig repräsentiert die ganze Dachregion aus allen Ecken im deutschsprachigen Raum. Seid ihr gekommen und ich verspreche euch, es lohnt sich, diesen Tag investiert zu haben. Der Claim von Vectorworks 2020 ist einfach aussagekräftig, enorm leistungsstark. Wir haben immer wieder gehört, hey, macht lieber ein bisschen weniger Neues, dafür das, was ihr macht, richtig, richtig gut. Das haben wir uns zu Herzen genommen und haben deshalb einen Fokus auf Qualität gelegt. Natürlich sind auch richtig dicke Funktionen mit dabei, was auch dazu führt, dass es halt weniger Einzelneuerungen gibt. Die neue Datenvisualisierung ist viel schneller, viel direkter und bietet über die neuen Komfortfunktionen auch eine viel schnellere Bearbeitbarkeit in Vectorworks 2020. Ein Alleinstellungsmerkmal der neuen Animationstool ist, dass sich der Kunde direkt in 3D mit der Maus bewegen kann. Das heißt, währenddem der Film abläuft, kann er die Blickrichtung jederzeit ändern oder auf Pause drücken und sich im Modell herumschauen. Mit dieser Funktion können wir sagen, wir sind die einzige BIM-Software, die so eine leistungsfähige Animationsmöglichkeit hat. Wir können jetzt gerade für die Spotlighter, Kameras, für Live-Events, für Filmdrehs, für Interviewsituationen in den bereits planbaren 3D-Räumen platzieren. Nicht nur als Symbole, wie ich das vorher immer gemacht habe, sondern als intelligente Objekte. Also wie den Scheinwerfer planen wir jetzt die Kameras. Coole Sache. Ich glaube, es war ein sehr interessanter Tag. Vielen Dank und gut miteinander.